Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von heute. Ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Enshrouded. Hallo. Jo, wo bin ich stehen geblieben? Ich habe hier den Spawnpunkt quasi gefunden und freigeschalten. Da brauche ich jetzt nichts mehr drücken, der leuchtet. Ja, ich muss zu diesem Ding, ich schätze mal, dass ich darüber muss. Es ist mittlerweile dunkel geworden. Mir ist kalt. Wahrscheinlich ist mir kalt, genau. Kalt. Also ich nehme mal da die Fackel, weil ich jetzt total nicht weiß. Sammeln, schau mal, was ist das da? Roter Pilz. Da haben wir Äste, Garn, Rezept freigeschaltet, Garn. Pflanzenfaser, Äste. Keine Ahnung, was wir da Rezept freigeschalten. Pflanzenfaser, Dachblock bei Werkbank. Also da kann man auf jeden Fall ernten. Was haben wir da? Honig. Wachs. Okay. Honig und Wachs habe ich jetzt bekommen. Ja. Keine Ahnung, ich weiß, wo ich hin muss. Aber ich tue noch da ein bisschen looten. Denn alle, die mich kennen und die alten Hasen und so weiter, die wissen, wie ich ticke. Ich schaue mir alles so genau an wie möglich und keine Ahnung was. Also, weil da haben wir nämlich Pflanzen. Ich schätze mal Pflanzenfasern. Genau. Sammeln Steine, schätze ich mal. Leute, schaut mal. Ja, Holzfäller-Axt freigeschalten. Also man muss da auch wirklich schauen, dass man lootet. Das ist das, was ich fein finde. Pflanzenfasern. Pflanzenfaser, Äste und keine Ahnung was. Die braucht man, schätze ich mal, für Dächer, für Häuser oder keine Ahnung was. Also da, die braucht man wahrscheinlich für überall. Nicht so geil. Gehen wir mal da rein, weil ich glaube, da rein muss ich ja, oder? Ist das die Base? Oh mein Gott, da ist wieder so ein Nebel. Was ist das da? Wenn du mit einem Schild oder einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, drücke rechte Maustaste zum Blocken. Ein gut getimter Block wird den Angriff parieren. Etwas richtig machen. Erreiche Stufe 2. Leute, neuer Ort kartiert. Ey, cool. Stufe 2. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Stufe 2 bin ich aufgestiegen. Fähigkeitspunkte erhalten. Also das ist auch gleich ein RPG. So, ich will aber da jetzt nicht zu sehr trainieren, weil die Axt geht in die Brüche mit der Zeit. Erreiche die Ebenen. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Lesen. Was haben wir da? Tagebuch des Hauptmanns. Aha, Tag 1. Eine neue Geschichtsseite. Der Bauer und die Flamme. Tagebuch des Hauptmanns. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Okay. Jo. Also, wie es halt so ist, ne? Lesen, da, das kann man auch alles machen. Was haben wir da? Plündern, das sind Holzscheite, Metallschrott. Oh, Metallschrott. Rezept freigeschaltet, Dietrich. Also man kann auch Dietriche bauen, um Sachen, schätze ich mal, zu plündern oder so. Was ist, oh mein Gott, was ist da? Hallo? Geteerter Holzblock unter Werkbank. Plus 1 mit Rezept freigeschaltet. Also Rezepte schalte ich hier frei. Irgendwie schaut er nicht gut aus. Ist alles okay bei euch? Habt ihr zu wenig gegessen oder irgendwas? Komisch. Ja, die sind tot, Leute. Die sind total tot. Was haben wir da? Plündern. Garn. Schlafen? Hey, ich kann schlafen. Schaut mal. Okay.
Okay. Schon wieder früh? Bin ich schon munter? Also ausgeruht. Schaut einmal. Es ist Tag. Leute, es ist Tag. Na, wie geht's euch? Wie habt ihr geschlafen? Alles easy, cheesy, alles cool. Ach du Schande. Ich weiß, ich bin eh schon gleich da. Ich schaue mich da nur um. Ich weiß, ihr denkt doch wahrscheinlich jetzt, ach du Schande, was führt der auf? Geh doch einmal weiter. Ja, Entschuldigung, mach ich eh schon. Plündern. Wasser. Okay, Wasser. Nö, ich nehme die Axt dafür. Ja, ich brauche nämlich Ressourcen. So muss es nochmal passieren. Schaut einmal. Plündern, Holzscheite. Steine, kann ich die irgendwie zerhaken? Nö. Ja, das will ich jetzt nicht. Metallschrott. Das ist auch bei dem Spiel eigentlich ganz wichtig. Ja, was war da jetzt? Da war doch irgendwas. Sammeln. Ach so, Pflanzenfaser und Äste. Pflanzenfaser, Äste. Was haben wir da drinnen jetzt eigentlich? Hey, da ist ein Viech. Ist da irgendwas? Das sind Ruinen. Was ist das da? Wasser ist eine hervorragende Vitalitätsquelle. Trinke es, um deine Ausdauer zu verbessern, um sich schneller zu regenerieren. Wasser schöpfen. 4, 5 Mal Wasser. Wasser schöpfen. Okay. Miasma. Okay, da ist Miasma. Da drüben ist überall Miasma, Leute. Also ich muss mich da erst zurechtfinden. Stofffetzen plündern da auf jeden Fall. Holzscheite und keine Ahnung was. Hey Leute. Holzscheite plündern, so soll es sein. Sehr gut. Da haben wir Wasser. Was haben wir da? Da haben wir Stofffetzen. Ja, sicher für so Gewand oder irgendwas. Hallo? Ja, ich weiß. Ich bin gleich da. Da muss ich hin, Leute. Schaut mal. Position erreicht. Ja. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Neue Quest. Ja. Da habe ich abgeschlossen, oder? So. Baue einen Flammenaltar. Ihr Lieben. Einen Flammenaltar bauen. Aber wo soll ich den hinmachen? Hier vielleicht? Ja, wegen dem Nebel. Ja, das ist das, was bei Re-Rising zum Beispiel ist. So da. Alt. Was haben wir da? Genau. Wasser trinken. Lila Beeren essen. Job. Baue einen Flammenaltar. Tagebuch. Ich würde mal sagen. Ebene für erste Basis. Glutwacht. Flammenkrypta haben wir da unten zum Beispiel. Handwerk. Schaut mal. Platziere den Flammenaltar über dem Miasma, um dein Zuhause zu etablieren. Steine brauche ich. Also brauche ich Steine. Wie bekomme ich hier Steine her? Hier? Ach Leute! Steine. Ach Gott! Oh Leute!
Das hat da Knochen und Tierfell. Warm im Winter, angenehm im Sommer. Ein vielseitiger Rohstoff, der sehr verbreitet ist und für viele Dinge verwendet werden kann. Ja, ich brauche nämlich Steine für so einen Flammenaltar, Leute. So, und soll ich den jetzt da hier bauen? Den Flammenaltar? Handwerk. Genau, Flammenaltar herstellen. Flammenaltar. Erschaffe einen Flammenaltar. Den kann ich mal sicher irgendwo... Da, schau doch mal. Muss ich den jetzt genau darauf stellen oder kann ich den irgendwie da auf der Seite auch hinstellen? Ich stell den mal darauf. Mit der Flamme kommunizieren. Beanspruchen was für deine Basis. Quest aktualisiert. Sprich mit der Flamme. Leute, schau doch mal. Ich kann mit der Flamme reden. Also das sind so die ersten Einsteiger-Quests quasi. Ich esse mal eine Beere. So, da geht die... Ja, genau. Super, dann gehen die Leben wieder rauf. Na? Würde ich einmal sagen. Hi, Leute. Ja, ich kommuniziere mal mit der Flamme. Upla. So. Die Flamme. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erweckt sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma-verhüllten Tal. Miasma-verhüllten Tal. Ah, Altar, da kann man alles machen. Stärke die Flamme. Globalen Fortschritt freischalten. Erweitere den Baubereich. Miasma-Seele brauche ich für die Aufwertung. Aufwertungsanforderungen. Also Altarstufe 1 habe ich. 40 mal 40 mal 40 Baugebiet. Okay, verstehe. Stärke die Flamme. Flammenstufe. Altar, Aktivierungskapazität 2 und dann noch 4. Miasma. Also ich muss Opfergaben. Harz, roter Pilz, Knochen, Funken. Okay, Fähigkeitspunkte zurücksetzen. Flamme tilge. Tilge die Flamme, um deinen Flammenaltar zu entfernen. Achtung, ungeschützte Bereiche werden von dem Miasma verzehrt. Platzierte Gegenstände werden verloren gehen. Okay. Gut. So, ihr Lieben. Ja, na super. Also da kann mir nichts mehr passieren auf jeden Fall. Da ist auch nirgends ein Miasma-Gebiet. Also hier jetzt, klar, weil die Flamme da ist. Finde ich cool. So, 499 Meter. Reise durch das Miasma. Finde den schlafenden Überlebenden. Also wie soll ich das machen? Nö, das mache ich jetzt noch nicht. Weil der liebe Arisorius... Liebe Grüße, hallo. Und vielen, 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 vielen Dank noch einmal für das Game, das du mir geschenkt hast. Es ist einfach grandios. Danke. Er hat mir ja gesagt, wenn man den schlafenden Überlebenden retten muss, das sollte man vorerst noch unterlassen. Ja, weil es so schwer ist. So, kriege ich da jetzt was? Tierfell zweimal rohes Fleisch. Ah, jagen gehen. Ha, Leute. Also jagen kann man auch gehen. So, wo finde ich ihn jetzt eigentlich? Entschuldigung, ganz kurz überlegen müssen, wo finde ich eigentlich mein Zuhause wieder? kann ich da irgendwie... Auf I geht man... M, okay, Map. Schau da mal. Zu Hause, schau da mal, da ist der Flammenaltar, okay. Okay, dass ich das wieder finde, weil ich habe keine Ahnung. Bogen oder ähnliches habe ich keine. Kein. Dann werde ich mal eine Werkbank bauen, dass da mal ein bisschen was vorangeht. Ja, komm her da, du Sack. Ich brauche Fleisch und Fleisch. Ha!
Dankeschön. Das ist super, dass sie vorsprintet. Aber Fleisch hat er keins gegeben jetzt. Was ist das da? Roter Pilz, den brauche ich ja für die Erweiterung, genau. Die roten Pilze brauche ich nämlich. So ein bisschen Loot tut gut, Leute. Aber jetzt. So, aber bevor ich das jetzt irgendwie... Warte mal, was ist das da? Steine. Bevor ich da jetzt weiter herumloote, will ich schauen, dass da vielleicht noch ein bisschen was weiter geht. Weil, ja, ich will da nicht so lange herumscheißen. So, kann man da Sachen craften vielleicht? Altar aufwerten? Nö, kann ich ja nicht. Genau. Tagebuch, also Werkstätten, schau da mal. Werkbank. Schau da mal. Bauhammer. Hammer der Erbauer, ein archaisches Bauwerkzeug, das von der Flamme angetrieben wird und mit dem du schnell verschiedene Strukturen runter nach Hause richten kannst. Das habe ich schon alles. Kann ich aber nicht herstellen. Ich kann das nicht herstellen, das kann ich nur anpinnen. Ah, Werkbank. Ah, Leute, ich brauche eine Werkbank. Was brauche ich? Stelle Blöcke und was brauche ich? Garn brauche ich. Wo kriege ich Garn her? Das pinne ich auf jeden Fall schon mal an. So. Ah, Leute. Werkbank. Dafür brauche ich Garn und mehr habe ich. Ja, mehr einfach nicht. Wo kriege ich Garn her? Wo kriege ich Garn her? Achso, das kann ich einfach so sammeln. Garn. Ich habe doch schon Garn-Dinger. Da ist... Ah, okay. Sammeln, Pflanzenfasern, ernten. Da habe ich lila Beeren, genau. Das ist sicher auch nicht unwichtig, schätze ich einmal. Ich muss Garn finden. Was kann das sein, dass ich das vielleicht irgendwie bei irgendwelchen Gestrüppen bekomme oder sowas? Nö. Da habe ich auf jeden Fall rote Pilze. Ja, wie ist der Tragelimit? Kann ich... Warte mal, was habe ich da jetzt noch? Fleisch habe ich da, okay. Nö. Ich muss irgendwas herstellen. Ich bin eigentlich immer der... Leute, ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin eigentlich immer derjenige, der für alles halt etwas länger braucht. Weil ich nur überall herumschaue, weil ich mir Zeit lasse. Das ist einfach bei mir so. Hey, was ist da? Ernten. Da ist Honig oder was? Wachs und Honig. Ah. Also man kann da sicher alles gebrauchen mit der Zeit. Cool. Ich finde das cool. So, mal da überall herum. Oh mein Gott. Boah, Leute. Zweimal Knochen. Da ist ein Wolf gewesen. Glühwürmchen. Ich hab Glühwürmchen. Glühwürmchenlampe bei Werkbank. Kann ich herstellen. Glühwürmchenlampe. So geil. So, da haben wir noch einmal rote Pilze, weil die kann man auch für die, ich glaube, für die Aufwertung gebrauchen, für die Bank. Also für den Flammenaltar, Entschuldigung. Was rede ich da? Garn. Mal Bäume fällen, oder?
weiß nicht, wie lange man da draufschlagen muss. Ah! Okay, da bekommt man einiges an Holzscheite raus. Okay, Äste. Also es macht jetzt schon so Bock, das Game echt jetzt. Garn. Gehen wir mal da weiter rein. Die Folge ist nämlich auch nachher dann wieder aus. Bären. Ja. Bären. Auf jeden Fall Steine sammeln. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht, wie viel man tragen kann. Steht hier nirgends. Ja, ich. Oder habe ich das noch nicht durchgeblickt? Kann natürlich sein. Ich weiß nur nicht, wo man den Garn jetzt schnell. Ich habe doch schon einen Garn gefunden. Ich habe doch schon einen Garn gefunden gehabt. Einmal, oder? Aber wo war das schnell? Also bei was habe ich oder bei wem habe ich das gefunden? Du kommst da mal her. Tschüss. Tierfell und Knochen. Aber kein Fleisch. Schau, da ist ein Hase. Na geh. Rohes Fleisch. Ach ja. So, ihr Lieben. Dann werde ich aber erst einmal hier rüberschauen. Weil die Folge ist nämlich aus. Altar aufwerten. Miasma-Seele brauche ich fürs Aufwerten. Stärke die Flamme. Miasma, Tierfell habe ich schon, Knochen und roter Pilz. Harz brauche ich noch, Miasma-Flüssigkeit, Funk und Funken. Um vielleicht die Flamme zu stärken. Na? So. Ihr Lieben, dann sage ich einmal danke vielmals fürs Zuschauen. Und ja. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, wenn es euch gefallen hat und du noch nicht abonniert hast. Dann würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Game Over, euer Rosti. Ciao.